Guten Morgen. Oh, ein Schwänzchen, das wackelt. Oh, 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 ganz schön und macht Mami glücklich. Na, Baby? Baby ist noch ganz verschlafen und müde. Ja, es ist ja auch 5:45. Wieso bist du denn mit aufgestanden? Oh, weil du ein treues Baby bist. Ja, genau. Komm, Baby, erstmal wach werden, ne? Komm mit, Dickies. Wie sehe ich auch ganz verschlafen und süß aus? Nein, okay. Komm, wir starten erstmal in den Tag. Ihr seid ja nicht rote, mit euch rede ich nochmal. Auf jeden, kommt, wir starten in den Tag. Alles klar, Mondgesicht, starte mal. Wir starten auch nachher mit dem Workout, kommt mit. Es ist 7.36 Uhr. Ich habe jetzt schon 1,5 Stunden was für meine Persönlichkeitsentwicklung getan. Ich bin richtig gut gelaunt. Ich habe Sport gemacht. Habt ihr gesehen, Alter? Ich habe mir richtig einen abgeschwabbelt. Denkt ja nicht, Influencer sehen gut aus beim Sport machen. Nein. Ich habe meditiert, ich habe gelesen, ich habe meine To-Do-Liste geschrieben. Ich bin richtig happy, gut gelaunt. Wow. Es ist der erste Vlog von unserem neuen Zuhause. Ich hatte ja von unserem alten Zuhause einige Videos vorgedreht, damit wir uns hier in Ruhe um Umzug und alles kümmern können. Teilweise ist es immer noch eine Baustelle. Manche Sachen müssen... meine Apple Watch gibt mir gerade einen Auszeichnungsfortschritt. Zu der Apple Watch komme ich auch noch. Es ist auf jeden Fall alles noch ein bisschen Baustelle, bla bla bla. Deswegen hatte ich einige Videos vorgedreht, weil ich wusste, es wird viel Arbeit hier. Aber es ist der erste Vlog im neuen Haus und... ja, das freut mich, dass wir jetzt auch so weit sind. Gangstermäßige Schubladen. Ich kann mich hier gut ausleben mit meinem Ordnungskomplex. Ist jetzt hier keine... ist nicht gesponsert von Just Spices oder so. Naja, ich arbeite aktuell nicht mit denen zusammen. Haben wir noch nie. Aber ich habe mal was von denen zugeschickt bekommen und vieles auch selber gekauft.
Meine anderen Gewürze habe ich hier drin. Aber hey, in diesem Video ist eine Produktplatzierung. Die kommt später mit einem Gewinnspiel für euch. Guckt sie euch gerne trotzdem an, auf entspannt. Avocado-Topping von Just Spices mag ich sehr, sehr gerne. Bei dem neuen Laden, wo ich hier mal einkaufe, im neuen Ort, wo wir wohnen, kannst du aussuchen bei den Avocados, ob sie verzehrreif sind, halb angereift, unreif. Hammer cool. Den verzehrreif, weil meistens kriege ich es nicht hin, irgendwie Reife zu kaufen. Keine Ahnung, ich check's nicht. Das ist übrigens Tofu. Gari, ich weiß gar nicht, wie die Sorte heißt. Heißt die Nigari? Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr lecker. Das ist unser Baba-mäßiger Esstisch. Ich weiß noch nicht, ob es eine Roomtour, Diggis, eine Roomtour geben wird. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Vom YouTube-Zimmer auf jeden Fall, aber ob allgemein, keine Ahnung. Das ist so Glas mit so Echtholz drunter. Ja, ja, alles klar, habe ich gestern geschmiert, muss ich mal putzen. Dann frische Blumen, also sie sind nicht mehr frisch, sie waren mal frisch, von meiner besten Freundin. Und von den Nachbarn haben wir die hier geschenkt bekommen als Willkommensgeschenk. Ist jetzt auch ein paar Tage her, dass wir hier wohnen. Digga, ich freue mich hammer über frische Blumen. Finde ich schön so auf dem Essenstisch und jetzt esse ich erstmal und lese. Ja, Diggis, das erste Mal mit euch gemeinsam an meinem Schminktisch schminken. Oh, habt ihr mitbekommen, hammerheftig, dass Bäcker 2021, ich glaube im September, ich weiß nicht mehr wann, schließt. Krass, das ist so eine weltweit große Marke und es gibt einige Produkte von Bäcker, die echt zu meinen Favoriten zählen. Ne? Zum Beispiel mein allerliebster Highlighter der Welt. So, und ich teste jetzt nochmal so Primer und so von denen, um zu gucken, ob ich nochmal was nachkaufe. Fand ich echt krass, als ich mitbekomme, ob das sie schließen werden. Ja, das wird so mein neuer Hintergrund für YouTube-Videos. Ich habe extra hier so eine graue Wand mit Tapete. Also es wird hier noch echt viel gemacht. Die Wohnwand müssen wir noch holen. Die haben wir vor 3 Monaten bestellt, aber heftig lange Lieferzeiten und eine Kommode und alles Mögliche halt, ne? Ja, ich bin auch unentschlossen mit meinem YouTube-Hintergrund. Also die Pinsel sind jetzt, Digga, sind jetzt nicht so hübsch und geordnet, aber... Digga, ich zeige euch das mal genau. Kommentiert mir mal, wie ihr das Licht und so findet. Warte. Guck mal, ich dachte mir, wenn ich so YouTube-Schminkvideos mache, dass das so mein Hintergrund ist. Bisschen cleaner, bisschen erwachsener. So, Bro, ich gehe auf die 30 zu, chill bisschen. Man muss sich aber auch erstmal dran gewöhnen, glaube ich. Also ich glaube, einige vermissen die Herzchenwand. Aber ich dachte mir, das ist ganz gut. Guck mal, da oben seht ihr meine Monsti-Reihe. Mhm. Und hier, ach komm, noch Lidschattenpaletten und so ein Tamtam hin. Das Ding ist, ich habe ja vor dem Umzug tagelang großes Make-up aussortieren gemacht, ne? Und ich habe aber nicht mehr Lidschattenpaletten im alten Zuhause aussortiert. Jetzt habe ich 2 große Kartons, die sind so groß wie 2 Umzugskartons in einem, also hammerriesig, voll mit Lidschattenpaletten, die ich noch aussortieren muss, die ich dann hier überall einsortiere, wenn ich rumsortiert habe. Digga, nach dem Umzug, ich habe mich 2 Wochen oder so gar nicht geschminkt. Ich war so therapiert von diesem ganzen Make-up sortieren und aussortieren und hast du nicht gesehen, das war mir auch zu anstrengend, dann irgendwie rumzuschminken. Und deswegen habe ich mich jetzt auch noch nicht meiner Lidschattensammlung gewidmet, weil Bro, gar keinen Bock gerade. Deswegen ist hier noch alles ein bisschen leer und es wird langsam. Schreibt mir auf jeden Fall bitte in die Kommentare, wie ihr die Tonqualität hier findet im Raum und auch das Licht so. Also wenn das jetzt ein Schminkvideo wäre und ich etwas für euch bewerten würde, wie würdet ihr das finden? Ich habe ganz oft nämlich Testvideos gemacht, um zu gucken, welcher Winkel ist gut, so wie ist die Tonqualität und so fand ich es am besten. Aber schreibt mir auch gerne, wie ihr es so findet, würde mich interessieren und ist, glaube ich, auch ein bisschen Gewöhnungssache. Ja, moin, Diggis, ich habe euch völlig vergessen, alles klar. Es ist 9.30 Uhr, ich trage ein Kleid und Abendschmuck-Kram, weil ich gerade Fotos mache und hier. Das ist die Wahrheit hinter den ganzen Instagram-Fotos. Bis du ein gutes Foto findest, weißt du, wie ich meine? Guck mal, ham, 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 ham. Gestern Baby und ich am Kuscheln und Kuscheln, ja, ja. Ja, und ich mache das die ganze Zeit mit der Apple Watch. Ja, moin, das ist gar nicht Apple Watch. Mit der Apple Watch per Selbstauslöser, die hat das ziemlich cool. Du hast auf dem iPhone die Kamera an und kannst hier sehen, wie das aussieht. So, ja, jetzt gerade zeigt die Apple Watch halt auch auf die Tapete. Und damit mache ich die ganze Zeit Fotos, weil ich gebe mir echt Mühe und versuche, mein Instagram-Feed irgendwie noch professioneller und besser zu machen. Aber das ist gar nicht mal so einfach, wie man denkt. Also ist echt viel, was man beachten muss, aber ich gebe mein Bestes und das mache ich gerade um 9.30 Uhr im Abendkleid. Oh, Digga, ich habe euch erzählt, ne, vor ein paar Wochen, dass ich zugenommen habe. Oh mein Gott, es braucht noch ein paar mehr Pamela Reif Workouts. Ich sehe teilweise aus wie so ein richtig fettes Mondgesicht und ich denke mir so, tschüss, liegt das am Foto oder liegt das an deinem Mondgesicht, Speckschwein? Digga, es liegt nicht an der Kamera, so top, Digga, tschüss. Sieht man noch ein bisschen, ne? Aber ich arbeite dran. Ich habe in der ganzen stressigen Phase echt viel genascht, weil es halt alles ein bisschen stressig war. Aber naja, ich muss auch sagen, so wenn ich etwas auf meinen Fotos kaschiere, manchmal mache ich mein Gesicht ein bisschen schlanker, bin ich ehrlich. Oder mein Kopf kleiner. Ich habe so einen großen Kopf, oh mein Gott. Aber wahrscheinlich, weil ich so schlau bin. Nein, Spaß. Ja, ich mache mal weiter Fotokram.
Ach, Digis, ich habe jetzt 2 Stunden oder so Fotos gemacht und guck mal, ich fühle mich gerade richtig kreativ und lustig, das wollte ich mal mit euch zeigen. Komm schon, Rudi, mach ein hübsches Foto mit mir. Du kriegst auch ein Leckerli. Feini. Ja, moin, guck mal, wie er hier guckt. Bro, wieso fokussiert die Kamera nicht? Aha. Guck mal, wie... Nein, habe ich mein Bild gerade zerstört? Habe ich das gerade... Nein, echt? Ich hab's, Gott sei Dank, ich hab's gespeichert, Bro. Okay, Doppelkinn, hallo. Ich hab's gespeichert, Gott sei Dank. Ja, moin, guck mal, wie hilflos er guckt, alles klar. Er kennt das aber, dass Mama ganz viel Fotos macht, weil ich immer ganz viel Fotos von ihm mache, weil er mein Baby ist. Aha, er hört, dass ich von ihm rede. Guck mal, er liegt immer gerne auf meinen Meditationssportmatten. Bro, ihr denkt immer, das ist ein kleines Baby. Er ist kein kleines Baby, er ist ein Kalb. Aha. Ja, Mama redet von dir. Oh, du fühlst dich hier wohl, ne? Ja, Baustelle, sag ich ja. Oh, ja. Oh, das magst du, ja, das magst du. Haha, treu Dovi kommt immer mit. Oh mein Gott, wie dumm ich bin. Ich habe euch gerade stolz meine Kreativität gezeigt und jetzt bin ich wieder konfrontiert mit meiner Dummheit. Ich lade die ganze Zeit Kameraakkus, weil wir nachher wegfahren. Bro, du bist ganz schön laut hier am Rumtrampeln. Und ich wundere mich, warum der Akku nicht lädt. Alles klar, ich habe ihn gar nicht drin. Mhm, schlau, Lem. Bro, was ist das für ein Licht? Ach, weil das Licht von hinten kommt. Oh, okay. Digis, ich habe jetzt die ganze Zeit hier noch an Kram gearbeitet. Ich zeige euch mal, woran. Es ist jetzt schon 12:30, deswegen ich mache mir jetzt ein Süppchen. Ich habe echt Hunger, alle. Film dein Schnurrbart. Guck mal, habe ich heute verplant zu zupfen, zu epilieren. Und dann war ich schon geschminkt, naja. Ich habe so eine App, bei der ich mir ein Abo gemacht habe, 70 Euro, glaube ich, pro Jahr, um mein Instagram-Feed vorzuplanen, um Ordnung reinzubringen. Und das mache ich jetzt schon seit Stunden und mache Fotos und guck und bla und plan und dies und das. Manche Fotos habe ich an anderen Tagen gemacht, aber die meisten tatsächlich heute schon seit vielen Stunden. Aber jetzt habe ich Hunger und dann muss ich auch bald mal los, weil, Bro, ich muss noch zum Alten nach Hause fahren. Dort vor habe ich noch Sachen, die ich mitnehmen wollte, hier ins neue Zuhause und, seht ihr alles später. Aber erstmal Süppchen. Digis, habt ihr ein Tipp. Meine Teller werden immer extrem heiß in der Mikrowelle und das ist eine neuwertige Mikrowelle, neu bla bla. Aber das Essen nicht so richtig. Also Schatzi sagt, das ist, weil die Teller nicht so eine gute Qualität haben, sind einfach Ikea-Teller. Wenn ihr einen Tipp habt, welche Teller könnt ihr empfehlen oder was kann man machen? Weil ich verbrenne mal meine Finger, so wie jetzt, hol die Suppe raus, aber die Suppe ist kalt, Bro. Hier seht ihr mal die Einstellung, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ja, dunkel, dunkel, scary. Licht kann helfen in der Dunkelheit. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Alles klar, ich bin dumm wie Scheiße. Ich hatte es auf 90 Watt, deswegen ist es so gewesen. Aber trotzdem, oft ist es so bei mir, dass der Teller warm wird, aber das Produkt nicht. Wenn ihr Tipps habt oder so, bitte immer her damit. Und woher wisst ihr, wie viel Watt ihr bei welchem Essen einstellt? Also schreibt mir das auch gerne nochmal. Würde mich interessieren, damit ich von euch lerne. Kürbis, Kokos, bla 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 Suppe. Ja, moin, Digis. Wir waren immer noch nicht im alten Zuhause. Ich bin gerade mit Babypopo ein bisschen am Spazieren. Wieder zu Hause. Guck mal, Digis, haben wir uns auf Etsy machen lassen. etsy.de, glaube ich, oder com, ich glaube de. Rodis Garderobe, hammer cool. Da bieten hammer viele Leute so Sachen an, die sie selber machen, ne? So wie sowas. Kleidung, Schmuck, also sehr, sehr coole Sachen. Check die Seite auf jeden Fall an. Ab, an. Check die Seite ab, alles klar, ich check ein Deutschbuch ab. Sowieso haben wir so Kleinkram von Rodi hier im Haus, zum Beispiel das hier. Guck mal, wie männlich und hart der Ridgeback da aussieht. Rodi hat ja ein ganz süßes, sanftes Gesicht. Das hat meine Schwiegermama uns geschenkt. Dann Digis, hammer süß. Ich habe schon voll vergessen, dass wir das gemacht haben. Wenn ich einen Link dazu finde, tue ich es in die Infobox. Als wir Rodi geholt haben, haben wir hier seinen Pfotenabdruck reingemacht in dieses Gipsding. Hammer auf Krampf, hammer anstrengend. Aber voll süß, so haben wir im Bücherregal. Dann das hier, das hat auch eine Zuschauerin mal geschickt als Geschenk. Voll süß. Oh, guck mal, wie klein er war und wie süß. Und das hier hat Schatzi tatsächlich bei einer Zuschauerin einen Auftrag gegeben. Auch ein sehr hübsches Bild von Rodi an der Wand am Esstisch. Hier habe ich auch so eine Deko, die habe ich aus den ganzen Sachen gemacht, die beim Heiratsantrag von Schatzi dabei waren. Ja, ganz viele Kleinigkeiten. Ich schau mal. Ich mache mir nochmal Gedanken wegen der Haustour, Digis. Ich muss schauen, es ist was sehr Privates, alles zu zeigen, aber ich teile auch sehr viel mit euch. Aber ich wohne hier auch nicht allein, sondern mit meinem Partner, der ja auch öffentlich sich sehr zurückhält oder nur mit Maske zeigt oder Kostüm und. Ich werde mal schauen. Mal gucken. Oh, Digis, wisst ihr, was ich mir gerade gebe? Lachgummis. Baba. Ja, moin, ich rede wie so ein asozialer Penner. Das Ding ist, ich habe die extra gekauft. Bruder, wie rede ich? Das Ding ist, ich habe die extra gekauft, weil ich so Lust auf Lachgummis hatte. Ja, okay, Licht in der Küche ist nicht gut für Film. Ganz komisch. Und ich wollte nicht die ganze Packung essen, deswegen habe ich sie Schatzi gekauft und nascht zwischendurch. Versuche ein bisschen abzunehmen. Weiß ja Bescheid. Aber Lachgummis, hammer lecker. Ich kau kurz auf. Mann, hammer ärgerlich, Digis. Guck mal, ich liebe diese Teller über alles. Ich finde die so elegant und super. Hier seht ihr die Modellnummer von Ikea. Mach mal scharf, Mann. So viel Geld für eine Kamera, weißt du? Bro,
Und die gibt's bei IKEA nicht mehr. Hammer, hammer ärgerlich. Und jetzt hat eine Bekannte für mich ganz lange gesucht und geguckt. Und jetzt hat die eine Freundin, die hat ganz lange gesucht und geguckt, ob sie vielleicht was findet mit den Tellern, weil ich bin auch irgendwie nicht die Beste im Googlen, keine Ahnung. Und hat auf eBay Kleinanzeigen jemanden gesehen, der sie verkauft. Weil IKEA, keine Ahnung, hat die aus dem Sortiment genommen. Jetzt kam das Paket an. Ich habe es schon klirren gehört. Ich denke so, Mist. Will ja kein böses F-Wort sagen, weil sonst sagt YouTube monetarisiert keinen Cent fürs Video. Ja, ich hoffe, es sind nicht alle kaputt. Aber ist jetzt auch nicht bombastisch verpackt. Geht besser, aber schauen wir einfach mal. Oh, die hieß letztens war heftig, ne? Mein Schminken-Aussortieren-Video Teil 1, das ging 50 Minuten, 45 Minuten, ich weiß es nicht. Ich habe 2-3 Tage an diesem Video gearbeitet. Einen Tag komplett gedreht, einen Tag komplett geschnitten. Oder anderthalb Tage und nur so ein Tamtam. Was macht YouTube entmonetarisiert das? Ich habe keinen Cent dafür bekommen. Und nach 3-4 Tagen hat YouTube gesagt, okay, wir monetarisieren das wieder. Also, dass Werbung geschaltet wird. Weil wenn man die durchguckt oder durchlaufen lässt, damit verdiene ich ja Geld. Oder mit Produktplatzierung, so wie heute, seht ihr später. Ja, hat YouTube entmonetarisiert. Als ob dein Chef zu dir kommt und sagt so, ey Bro, sorry, heute gibt's keine Kohle für dich. Und gerade bei so einem Video wie Schminke aussortieren eine Stunde, das gibt's ja auch nur einmal im Jahr, sortiere ich ja groß aus. Hat mich super geärgert. Auf jeden Fall keine bösen F-Worte, sonst wird entmonetarisiert. Ist auch nicht schön, vorbildsmäßig, Digga. Ja, aber so wie ich sonst rede, ganz tolles Vorbild. Ich will mich ja nicht zu doll verstellen, aber ich... Naja, ich gebe mein Bestes. Drückt mir die Daumen, dass nicht zu viele kaputt sind. Wundert euch nicht, ich sehe sehr massiv aus in diesem Pullover. Aber es hat auch nicht nur mit dem Pullover zu tun. Wie gesagt, der Mampfer. Ein paar Salzstangen Notfall für meinen Zuckerhaushalt, während ich hier meine Teller auspacke und bete, dass sie nicht kaputt sind. Okay, ich sehe den Schatten eines neuen Pickels. Oh Mann, alle Teller waren kaputt außer einer. Das hat mich total geärgert. Du ärgerst mich auch gerade ein bisschen und nervst heute rum. Heute läuft echt alles anders als geplant. Nein, wir bleiben gut gelaunt. Es ist gerade mal 14 Uhr. Ich habe noch genug Zeit, alles zu erledigen, was ich mir vorgenommen habe. Und das mit den Tellern ist doof, aber kann passieren. Ich habe mir jetzt hier so ein Essen auf schnell gemacht. Ich versuche im Moment immer so, mich nicht ganz satt zu essen, um meinen Magen langsam kleiner zu kriegen. Weil der so riesig ist, Digga, nicht nur von außen, auch von innen. Ja, das ist so Schwarzbrot mit Camembert-Creme und Oliven. Diese Camembert-Creme ist hammerlecker, Digga. So sieht die aus. Gibt's bei Edeka, Famila, sehr, sehr lecker. Erstmal die Nerven beruhigen mit einem kleinen Snack. Und ich habe auch Hunger, bevor ich irgendwie unterwegs bin und dann richtig Heißhunger bekomme, weißt du? Sowas vermeiden, deswegen kleine Snacks lieber zwischendurch. Ach, ich ärgere mich wegen den Tellern. Das ist echt schwer gewesen, irgendwie sowas zu finden. Und meine Freundin hatte noch nach anderen geguckt, aber genau die, hammerschwer. Und andere habe ich bisher nicht gefunden, die ich so toll fand. Rechteckig, groß, schön, weiß. Falls ihr was kennt, schreibt's gerne in die Kommentare. Kofferraum ist voll. Und jetzt geht's los. Ich fahre jetzt zu unserem alten Zuhause, weil dort haben wir noch einige Sachen liegen, die ich brauche. Also ich hole da jetzt nochmal einen Teil. Das sind vielleicht 6-7 Umzugskartons, Digis. Einen kleinen Teil nochmal zu uns, weil unsere Wohnwand ist noch nicht da und bla. Und dann habe ich im alten Zuhause noch Kartons und Verpackungsmaterial, weil ich auf Instagram was verlost hatte. Und ich hatte auch einem sehr treuen Follower, tatsächlich männlich, angeschrieben, dass ich ihm gerne was schicken würde als kleines Geschenk, weil er auch sehr, sehr treu meine Videos guckt. Digi, falls du gerade zuguckst, so danke für deinen Support, sehr korrekt. Manchmal mache ich das, dass ich Zuschauern schreibe und sage, ey Digi, gib mal Adresse, worüber würdest du dich freuen, bla bla bla. Und dann schicke ich denen was, wenn sie mir sehr positiv auffallen oder sehr lange auffallen und sowas, weißt du. Dann fahre ich zu unserem alten Edeka. Ich muss mich echt noch an den neuen Edeka im neuen Wohnort gewöhnen, weil beim alten Edeka weiß ich, was wo wie ist. Und es gibt 2-3 Sachen, die gibt es dort, aber nicht bei unseren Läden dort. Und die hole ich jetzt im alten Edeka, wenn ich eh dort bin. Ja, ja, ja. Schönes Wetter. Sommer kommt. Sommerfigur ist noch nicht da. Jedes Jahr dasselbe, alles klar? Ja, yeah, Digga, ihr habt ja meinen Pamela Dance Workout heute Morgen gesehen. War das erste Mal, dass ich einen Dance Workout von Pamela Reif gemacht habe. Zurück im alten Zuhause. Hört ihr, wie das halt, Digis? Vor der berühmten Herzwand. Ja, und jetzt Sachen einpacken, Geschenke einpacken und ja, dann auch mal weiter. Ich trödeltante. Ich habe erstmal länger mit meinen Schwiegereltern geschnackt. Ich bin echt eine Trödeltante. Mit dem Herz durch die Wand. Dem Herz durch die Wand, Digga, was will meine Uhr von mir? Das Herz durch die Wand, mein Herz geht gut, muss nicht durch die Wand, alles klar bei mir, Paletti. Ich bin echt eine krasse Trödeltante, also wenn ich Sachen mache, bin ich echt manchmal sehr langsam. Naja. Guck mal, das hier habe ich zum Beispiel verlost. Digga, das ist nichts Teures, nicht, ich weiß, wie ich meine, ist jetzt nichts Heftiges, aber keine Ahnung, ich dachte so, ich mache gerne viele kleine Verlosungen für viele Gewinner, anstatt irgendwie eine große. Oder anstatt irgendwie so random Verlosungen, wo du 20 Leuten folgen musst, um ein iPhone vielleicht zu kriegen und
Kriegst du ganz bestimmt und so ein Tamtam. Deswegen, so kleine Sachen finde ich ganz süß. Manchmal verlose ich auch was Persönliches, so ein Schal von mir und sowas. Aber egal, Digga, ich fange wieder an zu stattern und zu trödeln. Ich pack jetzt ein und mach mein Kram. Guck mal, die ist meine alten Autogramme. Habe ich extra alle mit Stickern beklebt. Ich habe mir so Mühe gemacht. Ich wundere mich manchmal. Mir schreiben echt viele, dass sie sich freuen würden über ein Autogramm von mir und ob ich Autogramme nur verlosen kann. Weil im Moment kriegt man die nur persönlich oder bei Gewinnspielen und sowas. Und voll süß. Also ich habe noch einige. Ich glaube, ich werde auch demnächst Sticker auf Instagram 20 Stück oder was weiß ich, 30 raushauen. So, dass ihr auch dann pro Ding, Versand, dies, das. Die Zeit ist halt der größte Aufwand, ne? Aber ich vergesse manchmal, wie sehr sich manche drüber freuen. Deswegen, aber voll süß, überleg mal. Mir haben schon einige Zuschauer Bilder geschickt, wie ein Autogramm von mir an der Wand hängt oder an ihrem Schminktisch und so. Wenn ihr solche Fotos habt, schickt mir das auf jeden Fall. Oder Fotos von mir und ihnen auf einer Tasse oder an der Wand. Also hammer viel, das überrascht mich und finde ich auch schön und freue mich und habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt. Also ich habe auch schon Follower gesehen, die ihre ganze Wand voll mit Bildern von mir haben oder so, wo ich dachte, krass. Aber finde ich irgendwie trotzdem, also man gewöhnt sich dran und ist süß und trotzdem aber immer noch was sehr Besonderes halt, weißt du? Alles klar, Schnattertante, jede Gelegenheit lenkt mich von der Arbeit ab. Oh, ein Vogel. Oh, die Sonne scheint. Ich mach weiter und halt die Schnauze. Zurück im alten Edeka zu Hause. Naja, ich werde mich auch an die neuen Einkaufsläden gewöhnen. Ja, ich zeig euch mal, was ich hier kaufen wollte, was ich bei uns nirgendwo gefunden habe. Warte, ist hier auch ausverkauft. Ah, so ein Mist. So ein Tofu, der so lecker schmeckt. Keine Ahnung, kann ich euch gerade nicht erklären. Aber nee, haben die gerade auch nicht. Aber ich guck weiter. Aha, Glück gehabt. Der hier ist es. Den gibt's bei uns nirgendwo. Den nehme ich mit. Und dann wollte ich noch so Hähnchenstücke kaufen für Salat und was wollte ich noch holen? Chiliöl, Digga, Chiliöl. Ah, gucken wir mal. Wahrscheinlich hat der Riesenladen bei uns oder die 1000 Einkaufsläden Chiliöl, aber ich habe es halt nicht gefunden. Aber den Tofu haben sie nicht, da habe ich gefragt. Das Chiliöl tatsächlich, das habe ich mal mitgenommen, um es zu testen. Und das schmeckt sehr, sehr lecker. Musst du vorher schütteln, damit das Chili rumgeht. Ja, du weißt, ich habe ein bisschen Muskelkater vom Training heute Morgen. Alles klar, war ein Dance-Training. Aber das hier, das kommt auf jeden Fall auch mit. Guck mal, die ist zu Hause angekommen, habe ich von einer Zuschauerin ein Paket bekommen, voll schön. Das wurde noch an meine alte Packstation und so geliefert, mit einem richtig schönen langen Brief und Sachen, die sie so selber macht. Ich muss sagen, leider sind die Sachen hier gar nicht mein Geschmack, aber das wissen meine Zuschauer auch, dass ich da immer ehrlich bin. So, trotzdem hübsche Sachen, aber halt nicht mein Geschmack. Dann hat sie hammerkrass diese Dinger hier selber gemacht, diese Untersetzer. Die passen super, so zum Tisch oder halt für draußen. Ich schreibe ihr gleich erstmal Dankeschön. Und dann hat sie noch so für Rodi Essen mitgeschickt, weil er darf nicht jedes essen, vor allem nicht Sachen mit Getreide. Alles klar, ich dachte, das ist für mich. Ich denke so, Popcorn, nice, die Belohnung, die dich dick macht. Dann lese ich so Landsnack Dog mit Leber. Ich so, hä, welche Menschenmarke baut Dog in ihren Namen? Dann habe ich gecheckt, das ist für ihn, alles klar. Auf jeden Fall hammer süß. Ich freue mich immer über so Zuschauerpost und Päckchen und Digga, hammer süß. Moin, Digis. Dieses Video enthält eine Produktplatzierung, die habe ich total vergessen und ein Gewinnspiel. Ich habe euch schon 20 Mal heute vom Gewinnspiel erzählt. Also, erstmal, ich habe einen, falls es euch nicht interessiert, Digga, lasst das Video durchlaufen auf korrekt, damit unterstützt ihr mich. Ich weiß, es ist jetzt nicht der geilste Winkel, doppelt kein Hallo, aber ich habe keinen Bock, die Kamera zu halten. Ich schwöre, ich habe Armschmerzen vom Training heute. Also, ich habe einen Rabattcode für HelloBuddy, der steht in der Infobox. 40% Rabatt auf das gesamte Sortiment und ihr bekommt eins von 10 Geschenken mit dem Code HelloBuddy. Özlem. Merkt euch das auf jeden Fall. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich verlose gemeinsam mit HelloBuddy. Wir verlosen gemeinsam das Coco All Face Set. Um mitzumachen, müsst ihr einfach nur dem Account von HelloBuddy folgen. Das verlinke ich euch in der Infobox. Und natürlich Abonnent auf meinem YouTube-Kanal sein. Digis, das Set hier werden wir dann verlosen an eine Person. Schreibt in die Kommentare, warum ihr das Set gewinnen wollt. Und euren Instagram-Namen, damit ich den Gewinner kontaktieren kann. Eine Woche nach Erscheinen von diesem Video werde ich den oder die Gewinnerin kontaktieren. Und wir haben uns für das Set entschieden, weil hier habe ich sehr viele Favoriten. Falls ihr mir auf Instagram folgt, Coco Fresh ist mein absoluter Lieblingsreinigungsschaum von HelloBuddy, auch mein liebstes Produkt, von denen feiere ich übertrieben. So, man muss gucken, ob man Bock drauf hat, man muss gucken. Mir ist immer wichtig, dass Produkte wirken. Da ist es mir egal, so vom Preis, wenn ich sie mir leisten kann, was sie kosten oder was weiß ich. Ich habe auch Produkte, Digga, da ist Alkohol drin. Viele sagen, das ist nicht gut. Es hilft mir aber, also nutze ich es. So, Coco Fresh, Reinigungsschaum, super.
super, super toll. Liebstes Produkt von Hello Body benutze ich jeden Tag. Eine Packung ist super ergiebig, Digga. Hält Monate. Ein Pumpstoß reicht. Dann Coco Pure mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist ein schönes Gesichtspeeling. Coco Clear, eine richtig, richtig tolle Maske. Coco Smooth, entspannte Augencreme, finde ich auch noch chillig. Coco Day und Coco Soft gehen klar, wären jetzt aber keine krassen Favoriten für mich. Aber Coco Fresh, hundertprozentige Empfehlung und auch so diese Sachen, weißt du? Und ich dachte mir, das ist so ein Allrounder-Paket fürs Gesicht. Nachtcreme, Tagescreme, Peeling, Maske, mehr brauchst du vom Ding her nicht. Und das verlosen wir. Finde ich super, super cool. Dachte mir, damit kann ich einen von euch erfreuen und habe mir das halt ausgesucht, weil da die meisten Produkte sind, die ich so richtig feier bei Hello Body. Diggis, ihr müsst selber für euch wissen, ob ihr Hello Body feiert oder nicht feiert. Bevor ich mit denen zusammengearbeitet habe, war ich Kundin bei denen. Nochmal ein paar Infos, falls ihr die Marke nicht kennt. Vegan, nicht an Tieren getestet, kein Kram wie Sulfate, Mikroplastik und dieses ganze Tamtam. Wird in Deutschland produziert und haben zu 98% natürliche Inhaltsstoffe. Ist vielleicht für euch relevant. Und was ich euch noch zeigen wollte, genau, wenn ihr meinen Code benutzt, HelloÖstem, seht ihr alles nochmal in der Infobox. 40% Rabatt auf euren Einkauf ist immer so, Digga. Man kriegt heftigen Rabatt, ist cool. 40% sind fast 50, geht auf jeden Fall klar. Und ihr bekommt 1 von 10 Geschenken. Die Geschenke wollte ich euch noch zeigen. Sowas liebe ich ja, ne? Wenn man irgendwie Rabatt bekommt und Geschenke. Ihr habt hier die Auswahl von dieser Aloe-Reihe, die ist eher so für trockene Haut. Die Coco-Reihe ist für normale bis trockene Haut. Also so habe ich es gerade im Kopf. Könnt ihr aber nochmal genauer nachlesen, falls ich mich gerade vertue. Die Rose-Reihe, Cara-Reihe und was ich hier auf jeden Fall bei den Geschenken empfehlen kann, wenn ihr was kauft, Coco Rich und Coco Kiss, liebe ich absolut. Lippenpeeling und Lippenpflege mag ich sehr, sehr gerne. Coco Clear kann ich auch absolut empfehlen als Geschenk. Die beiden habe ich jetzt nicht ausreichend getestet, kann ich gerade nicht sagen. Cara Look feiere ich auch. Und ansonsten eins hier von Coco Pure oder Coco Fresh. Coco ist halt meine Lieblingsreihe. Also nehmt eins der Geschenke. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. So, ich habe jetzt zum Beispiel was gekauft für 100 Euro mit meinem Code HelloÖstem, 40% Rabatt, zahl 60 für die 4 Produkte plus das. Finde ich cool, den Code. Checkt es ab. Und um beim Gewinnspiel mitzumachen, vergiss das nicht, Digga. Kommentiert euren Instagram-Namen, warum ihr das Set gewinnen wollt und folgt Hello Body und mir auf YouTube. Das war's. Produktplatzierung fertig. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und freue mich darauf, wenn ihr mir auf Instagram sowieso schon folgt. Aber denkt dran, YouTube Pflicht, damit ihr mitmachen könnt. Weil ich will ja auch einen meiner Follower erfreuen. So klar kann man Fremde auch erfreuen, ist cool. Aber Follower ist nochmal was anderes, Bro. Dann die Gieß muss ich schön meine... Ah, warte. Alarm, guck schnell. Oh Mann, ja, Digga, Feuerwerk. Aha, alle 3 Ziele erreicht. Ich wollte euch noch von der Apple Watch erzählen, ne? Genau. Ich habe euch ja ganz oft erzählt, dass ich mir sowas kaufen möchte. Irgendwie eine Fitnessuhr, Apple Watch. Tja, bin ich so rot im Gesicht? Ist das mein Rouge? Bin ich am Schwitzen? Ich sehe aus wie eine Tomate. Oder ist das das Licht? Keine Ahnung. Ich habe mir die Fitbit geholt. Die habe ich nicht so gefeiert. 2 Versionen der Fitbit-Uhr. Und dann habe ich mir eine Apple Watch geholt. Die Apple Watch Series 6. Hammer cool. Trage ich jeden Tag. Feier ich, Digga. Du bist richtig motiviert. So, ne, du kriegst so Nachrichten so tagsüber. So, ey, ÖstEM, komm schon, du schaffst das. Mach weiter. Dein Schritteziel und so. Weiß gar nicht, was ich jetzt habe. Ich habe ein Aktivitätsziel. 800 Kalorien am Tag verbrennen. Muss überlegen, ich habe einen Job von zu Hause aus mit meinem Social Media Kram, bin meistens am PC, so 800 Kalorien verbrennen pro Tag und 12 Stunden stehen und auf jeden Fall hammercool, motiviert einen mega, ne? Also ich bereue den Kauf der Apple Watch überhaupt nicht, die Fitbit und so hatte ich zurückgeschickt, weil habe ich gar nicht gefeiert, aber die Apple Watch feiere ich mega. Oh, jetzt muss ich noch meine To-Do-Liste abhaken, mit einem guten alten Lamy-Füller, die gießt ein bisschen auf Abstand, also nicht, dass ihr auf Abstand sollt, aber Bro, die Kamera besser. Mit einem guten alten Lamy-Füller, ich schreibe am liebsten mit Füller so To-Do-Listen und so ein Kram, ich weiß auch nicht so, das ist dieses Schulding bei mir. Ich weiß auch nicht warum, aber Lamy ist einfach Lamy. Und aber ich habe nicht alles geschafft heute. Es ist jetzt auch 18.40 Uhr. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Das Problem ist aber auch, Digis, ich klatsche meine To-Do-Listen halt immer krass voll. Also wirklich so 20, 30 Sachen. Ich weiß, es ist zu viel. Dann bin ich oft, eine Zeit lang war ich mega frustriert, wenn ich nicht alles hinbekommen habe. Mittlerweile bin ich entspannter geworden, aber ärgere mich trotzdem manchmal, aber denke mir so, Bro, wer will das schaffen? Also ganz viele Sachen, so weißt du, so, keine Ahnung. Alleine heute 3 verschiedene Shoots machen von Produktsachen, so für Instagram, so, Bro, das hat 3 Stunden in Anspruch genommen, 2 Punkte. So auf der To-Do-Liste. Also ich bin da noch ein bisschen... Ich fuchs mich noch ein. Video wollte ich noch drehen, Digga. Kann ich mir sonst wohin stecken? Ich meine, es ist jetzt fast 19 Uhr. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden arbeiten oder so. Aber Bro, ich arbeite halt auch schon seit 8, ne? Jetzt bis 19 Uhr. Ah, mal gucken. Und dann habe ich hier noch, ja, BHs kaufen, Unterhemden, Socken. Ah, Hundefutter muss ich nicht mehr kaufen. Habe ich schon. Ja, ich schreibe mir so allen möglichen Kram auf, ne? Also selbst so Kleinkram. Oh, ich brauche noch Socken. Dies, das, weil mein Kopf immer so voll ist. Deswegen, ich habe auch auf dem Handy hunderte Notizen, Digis, weil ich bin...
Hausfrau, ich bin Partnerin, ich bin Selbstständige, also da, mein Kopf rattert immer, ne? Dann läufst du rum, hast plötzlich eine Videoidee, dann läufst du rum, dir fällt ein, oh, wir brauchen noch Klopapier und so viel Kram. Ohne meine Listen, Digga, wäre ich echt verloren, so muss ich auch ehrlich sagen. Hey, ich gehe mich jetzt mal abschminken, irgendwie sehe ich so rot aus. So, ich... Hab keine Lust mehr, die Kamera zu halten, alles klar. Ich bin fertig für heute, ich möchte gerne meinen BH ausziehen, so muss ich jetzt nicht mit euch gemeinsam machen. Und mich abschminken und chillen. Na, ein bisschen arbeite ich noch und dann chill ich. Deswegen beende ich diesen Vlog an dieser Stelle, aber... Ja, kein Aber. Nee. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Denkt ans Gewinnspiel, macht beim Gewinnspiel mit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Vlog fandet und genau, wie ihr meinen Hintergrund fandet. Das hatte ich euch ja auch noch gefragt. Das reicht jetzt auch. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.